tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Killians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch ein weiteres Mew vor. Die allgemeinen Infos werde ich heute wieder überspringen, da wir diese bereits in der vorletzten Folge bei meinem ersten Mew behandelt haben. Für dieses Set nutzen wir dieses Mal Mews offensives Potenzial aus. Mit einem scheuen Wesen und den EV in Spezialangriff und Initiative maximieren wir Mews Geschwindigkeit und geben ihm eine nette offensive Präsenz, während seine Defensive immer noch stark genug ist, um mal eben ein bis zwei Attacken tanken zu können. Im Moveset verwenden wir hier Psychoschock, Flammenwurf, Gigasauger und Aurasphäre. Psychoschock bevorzuge ich hier über Psychokinese, da diese Attacke auf die gegnerische Verteidigung schlägt und man somit zumindest noch eine reelle Chance hat, an speziellen Walls wie Chanera oder Hytyra vorbeizukommen. Die übrigen Attacken sind für die Coverage da. Flammenwurf trifft allgemein eine Menge Pokémon effektiv. Gigasauger gibt Mew eine Möglichkeit, die eher bulkigen Wasser-Pokémon effektiv zu treffen und sich nebenbei ein wenig zu heilen. Außerdem ist es immer wieder schön, Pokémon wie Sumpix auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aurasphäre gibt Mew noch Coverage gegen Unlicht-Pokémon und Heatran. Als Item nimmt man für dieses Set wahlweise eine Offensivheste oder einen Lebenorb, je nachdem, ob man ein wenig mehr Bulk oder ein wenig mehr Schaden möchte. Ein Expertenumgriff funktioniert hier übrigens ebenfalls. Falls ihr mehr Schaden wollt, ihr aber den Life-Orb-Recoil-Schaden eben nicht haben wollt. Die Spielweise von diesem Mew ist vergleichsweise simpel, da es eigentlich nur zum Draufhauen gedacht ist. Euer Gegner wird jedoch vorerst nicht wissen, was für ein Set ihr mit Mew spielt. Nutzt diesen Vorteil so lange wie möglich und wechselt ihn anfangs eventuell in ein für euch eher ungünstiges Matchup. Da euer Gegner bei Mew unmöglich ein bestimmtes Moveset predikten kann, wird er aus Angst vor irgendeiner bestimmten Attacke auswechseln und ihr könnt vielleicht so einen Vorteil bekommen. Dieser Trick wird möglicherweise aber nur einmal funktionieren. Wenn ihr mit Offensivfeste spielt, versucht Mew gegen spezielle Angreifer reinzuwechseln. In diesem Fall lohnt sich ein defensives Wunschtraum-Pokémon wie Aquana als Support, um Mew am Leben zu halten. Haltet Mew lediglich von effektiven Attacken fern. Mit Offensivfeste wird er zwar eine spezielle Attacke tanken können, aber ihr wollt Mew generell nicht in solchen Attacken drinnen lassen. Mega Ohr doch eignet sich als guter Switch-Partner, da es gegen alle Attacken, die Mew effektiv treffen, eine Resistenz oder eine Immunität aufweist und auch generell starke Verteidigungswerte hat. Das war's jetzt aber erstmal von meinem zweiten Mew. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.